nehmen wir den Ton jetzt auf. Ja, Achtung, Ton ist auf. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz in der Staatskanzlei. Journalisten sind schon wie in den letzten Tagen zugeschaltet. Fragen von außen sind möglich. Über den aktuellen Sachstand zum Coronavirus in Bayern informieren Sie Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Innenminister Joachim Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Herr Ministerpräsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürger und Mitbürger, leider müssen wir uns heute schon wieder an Sie wenden. Corona hat unser Land fest im Griff. Heute Morgen gab es eine Pressekonferenz des Robert-Koch-Institutes mit nahezu flehentlichen Appellen, dass wir alles tun müssen, um die Fallzahlen zu senken, um unser Land zu schützen. Wir haben alle in den letzten Tagen viel getan, in Deutschland, aber auch in Bayern. Leider ist aber noch deutlich mehr nötig. Die Zahl der Infektionen steigt dramatisch an. Allein in Bayern von gestern auf heute eine Zunahme von über 35%. 817 Fälle sind gestiegen. Die Infektionsketten sind praktisch nicht mehr nachvollziehbar. Und nach den neuesten Prognosen des Robert-Koch-Institutes, aber auch unseres Landesamts für Gesundheit, ist, wenn wir nicht stärker eingreifen, entsprechend hohe Wellen an Infektionen zu erwarten, vielleicht sogar in Deutschland in die Millionenbereiche hinein. Wir bedauern sehr, dass auch die Zahl der Toten steigt, auch in Bayern. Von gestern 10 auf heute zum Stand jetzt 15, das heißt eine Steigerung um 50%. Wir bekommen, wenn wir nicht aufpassen, eine ähnliche Tendenz wie in Italien oder Frankreich. Bereits jetzt steigt die Kurve in Deutschland steil an. Gestern gab es noch Beratungen verschiedener Experten, auch Politiker in Deutschland. Der eine andere hat empfohlen, vielleicht noch eine Woche zu warten oder 10 Tage, um zu sehen, ob die bislang beschlossenen Maßnahmen reichen. Ich sage für Bayern, es entwickelt sich nicht gut. Ich und wir können nicht verantworten, zu warten. Wir dürfen nicht zögern. Jede Infektion, jeder Tote ist zu viel. Unser oberstes Gebot ist, die Menschen zu schützen. Und ich sage deutlich, auch solche vor sich selbst, die wir nämlich erlebt haben. Die Bundeskanzlerin hat in einer bewegenden Ansprache im Fernsehen noch einmal eindringlich zur Eigenverantwortung aufgerufen. Auch ich habe das im Landtag gemacht, der Kollegin in Baden-Württemberg. Wir haben nochmal ausdrücklich gesagt, bitte mitmachen. Jeder kann einem anderen helfen. Leider sind die Ergebnisse, die wir gestern gehört haben, unsere Polizei berichtet es, viele Bürgerinnen und Bürger, dann nicht so ermutigend. Es verhalten sich zwar unglaublich viele Menschen vorbildlich, aber es gibt auch sehr, sehr viele, die das immer noch nicht ernst nehmen, immer noch nicht den Ernst der Lage verstanden haben und sich tatsächlich als Gefahr weisen für sich, aber eben auch für andere. Es gibt nach wie vor Corona-Partys. Es gibt Jugendliche, die sich einen Spaß daraus machen, ältere Menschen anzuhusten und Corona zu rufen. Und es gibt halt vor allem unglaublich viele Gruppenbildungen. Ich verstehe das, bei schönem Wetter geht man gerne raus. Manch einer sitzt an der verbliebenen Gastronomie dann noch und ganz eng bestuhlt, jeder Platz wird genutzt. Wir können es aber nicht mehr akzeptieren. Wir müssen etwas tun. Wir bekommen unglaublich viele Hilferufe aus der Bevölkerung. Mails, Social Media, auch Briefe, die bitten, handelt noch entschlossener, noch konsequenter. Unsere Kommunalpolitiker, mit denen wir im ständigen Austausch stehen, beispielsweise der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, Dieter Reiter, viele, viele Landräte bitten uns, die Handlungen weiterzuentwickeln und jetzt noch einmal eine deutliche Maßnahme zuzulegen. Sogar aus der Wirtschaft kommt der Wunsch nach mehr Beschränkungen und unsere Unikliniken und Ärzte sagen, genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu handeln. Deswegen warten wir nicht auf endlose Abstimmungen in endlosen Sitzungen und Gremien, sondern wir treffen die Entscheidung aufgrund der gesetzlichen Grundlage, die wir in Bayern haben, als Staatsregierung und handeln. Wir müssen versuchen,
Es ist unsere einzige Möglichkeit derzeit. Wir müssen versuchen, die Welle der sprunghaften Infektionen zu brechen. Wir müssen jetzt für eine bestimmte Zeit fast vollständig runterfahren, damit wir später auch irgendwann wieder hochfahren können. Wir dürfen die Entwicklung nicht verschleppen. Wir können nicht halbherzig handeln, sondern wir müssen jetzt alles einbeziehen. Der Maßstab ist für uns ausschließlich der Schutz der Bevölkerung. Und dabei zählt jeder Tag. Es gibt um uns herum Nachbarn, die diese Entwicklung bereits eingeleitet haben, weil sie auch vor uns betroffen sind. Es gibt Beispiele, wie man damit umgehen kann. Ich glaube nicht, dass ein deutscher Sonderweg auf Dauer richtig ist. Ich glaube, wir sollten uns den Entwicklungen und den Möglichkeiten, die andere bereits in der Erfahrung haben, nicht verschließen. Bayern ist, und das sage ich ausdrücklich, eine Grenzregion. Deswegen haben wir ähnlich wie in Baden-Württemberg oder Saarland und Rheinland-Pfalz besondere Herausforderungen. Dies ist anders als in der Mitte Deutschlands beispielsweise. Jeder tut übrigens das Seine. Jeder tut seine Pflicht, wir die unsrige, um zu entscheiden. Wir in Bayern, ich habe gestern ein langes Gespräch mit dem Bundeskanzler aus Österreich geführt, Sebastian Kurz, wir werden unser Konzept zum Schutz der Bevölkerung jetzt 1:1 an Österreich orientieren und entsprechend anpassen. Viele Bundesländer, mit denen ich geredet habe, auch Ministerpräsidenten, Baden-Württemberg, Sachsen, Saarland, planen Ähnliches oder Gleiches, was wir jetzt tun. Wir hatten bis vor wenigen Minuten eine Sitzung des Bayerischen Kabinetts per Telefonschalte und haben eine einstimmige Entscheidung gefällt, was jetzt ich Ihnen darstellen darf. Über Allgemeinverfügung und auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes ordnen wir Folgendes an. Ab Freitag, und das gilt jetzt ab Freitagnacht, also heute Nacht, vorläufig auf die Dauer von 2 Wochen, ab 0 Uhr beginnend, wird es in Bayern grundlegende Ausgangsbeschränkungen geben. Wir sperren Bayern nicht zu, wir sperren Bayern nicht ein, aber wir fahren das öffentliche Leben in Bayern nahezu vollständig herunter. Ab morgen gilt noch viel mehr als jetzt. Bleiben Sie zu Hause. Gehen Sie nur in Ausnahmefällen raus. Machen Sie bitte auch zu Hause keine Partys. Laden Sie nicht die Nachbarkinder ein und feiern sozusagen eine Art Ferienparty. Halten Sie Abstand zu anderen. Und wenn Sie getestet sind und auf Ihr Testergebnis warten, machen Sie, soweit es möglich ist, für sich selbst Quarantäne. Was ist jetzt erlaubt? Was ist verboten? Erlaubt ist natürlich, jeder soll und kann zur Arbeit gehen. Aber die Bitte auch an die Arbeitgeber, nachdrückliche Bitte, dafür zu sorgen, dass Mindestabstände eingehalten und Homeoffice ermöglicht wird, wo es nur geht. Jeder kann auch weiterhin medizinisch versorgt werden und zum Arzt gehen, aber es gibt für einige Bereiche Einschränkungen. Physiotherapeuten beispielsweise nur in Notdienst, in Notfällen. Andere Dinge wie Logopäden und Ergotherapeuten werden geschlossen haben. Wir schränken die Betretungsrechte und die Besuchsrechte in speziellen Einrichtungen für Risikogruppen grundlegend ein. Das heißt, für Alten-, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen ist das Besuchsrecht generell verboten. Nur im Sterbefall, im Palliativfall ist es erlaubt. Für Krankenhäuser gilt nahezu das Gleiche. Keine Besuche mehr, kein Besuchsrecht mehr, nur in 3 Fällen im Sterbefall. Wenn Eltern ihre Kinder, die im Krankenhaus sind, auf Kinderstationen besuchen wollen und müssen und bei einem freudigen Ereignis natürlich, wenn die Geburt ansteht und Väter beispielsweise Mutter und Kind besuchen wollen und beiwohnen wollen. Das öffentliche Leben wird runtergefahren, aber die Lebensmittelversorgung und des alltäglichen Lebens bleibt wie bislang erhalten. Es gibt keinen Anlass für Hamsterkäufe. Ich hatte mich die Woche noch mal selbst überzeugt davon. Es gibt auch viele Gespräche, auch der Wirtschaftsminister, die Landwirtschaftsministerin waren dabei. Es gibt keine Engpässe mit der Lebensmittelversorgung, deswegen braucht es keine Hamsterkäufe. Und da auch künftig die Banken geöffnet sind, keine Sorge, man braucht keine Bargeldabhebungen jetzt zu tätigen oder zu machen. Was im Vergleich bislang aber noch eingeschränkt wird, ist, Friseure werden nicht mehr geöffnet, Baumärkte und Gartenmärkte werden geschlossen, weil es sich in vielfältiger Form zu einer Art Freizeitidee entwickelt hat, dorthin zu gehen. Wir werden auch die Gastronomie ab morgen grundlegend schließen. Keine Gastronomie hat mehr geöffnet, nur noch, wenn es um To-Go, Drive-In oder entsprechende Lieferungen geht.
Dies ist auch etwas, was nahezu alle Bundesländer jetzt umsetzen wollen. Nun zu der Frage, wie geht man im Freien um? Bleiben Sie zu Hause, ist das Motto, außer Sie müssen arbeiten oder Sie wollen sich medizinisch versorgen. Wir sagen aber auch, wir wollen Bayern nicht zusperren, wir wollen auch keinen Lagerkoll erreichen. Frische Luft tut gut und kann auch helfen in dieser Situation. Aber, und das ist jetzt wichtig, natürlich ist Sport möglich oder spazieren gehen. Das wird übrigens auch in Österreich beispielsweise erlaubt, aber entweder allein oder mit der Familie oder mit dem Hund, wenn man rausgehen muss, um entsprechend Tierbedarf zu machen. Aber keine Gruppenbildung, keine Partys, keine größeren Menschenansammlungen sind künftig mehr erlaubt. Es ist ganz wichtig, dies zu sehen. Natürlich kann man zu seinen Kindern, man kann auch seine Geschiedenen, wenn man geschieden ist, seine Kinder besuchen, aber ansonsten allein oder die Familie, das ist in dieser Zeit wichtig. Dies sind die Maßnahmen, die jetzt getroffen werden. Wir bitten wirklich sehr um Verständnis und auch um Mithilfe, das Ganze zu machen. Weitergehende Maßnahmen sind denkbar, das sind Abriegelungen, die sind zulässig, wenn es bestimmte Gemeinden gibt, in denen ein solcher Hotspot entsteht, wie wir das jetzt in Mitterteich der Fall hatten. Dort ist es den Kommunen unbelassen, in Abstimmung mit uns auch tatsächlich so etwas weiterzumachen. Überwacht und kontrolliert wird das Ganze von unserer Polizei und Ordnungsdiensten. Es gibt keine Passagierscheine, wie beispielsweise in Frankreich, aber die Polizei wird das massiv kontrollieren. Wir haben sie gestern bereits sensibilisiert bei entsprechenden Menschensammlungen. Wer dagegen verstößt, wer nicht einsichtig ist, der muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Wir müssen dies jetzt konsequent für alle durchsetzen. Zum Schutz derer, die freiwillig mitmachen, aber auch zum Schutz derer, die noch uneinsichtig sind. Wir können da keine Ausnahmen machen. Ich weiß, das sind starke Einschränkungen. Vorläufig für 14 Tage. Es gibt auch keine Garantie, dass alles sofort wirkt. Das ist alles zeitversetzt. Aber es ist die einzige Möglichkeit nach Empfehlung aller Experten, jetzt noch diese Welle zu verflachen, abzubrechen, vielleicht sogar es grundlegend zu ändern. Für die Vernünftigen unter Ihnen und alle, die dies hören und sehen, für die Vernünftigen ändert sich, wie Sie gemerkt haben, gar nicht mal so viel. Aber für die Unvernünftigen gibt es jetzt ein klares Regelwerk. Bitte helfen Sie auch mit zu identifizieren und den einen anderen vielleicht dann auf Zuruf anzusprechen, dass er sich danach halten soll. Auch noch ein persönliches Wort. Das alles fällt nicht leicht, solche Entscheidungen zu treffen. Man ringt mit sich, wir ringen mit uns, ist es richtig. Bayern ist ein freiheitsliebendes Land. Wir heißen auch Freistaat Bayern. Die Menschen sind gern frei und wollen auch diese Freiheit leben. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich als Ministerpräsident solche Entscheidungen treffen muss. Es hilft aber jetzt nichts. Ich kann mich nicht wegducken. Wir wollen uns nicht wegducken. Wir wollen jetzt mit Ihnen zusammen diese Krise durchstehen. Das sind Maßnahmen, die wir uns vor langer Zeit nicht hätten träumen lassen, ja vor wenigen Tagen vielleicht sogar nicht. Aber sie sind notwendig. Wir treffen diese Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen. Nach Rücksprache auf der Grundlage der Empfehlungen von Medizinern, Virologen, den zuständigen Behörden und bei uns im Kabinett. Es geht um den Schutz von uns allen. Und wir müssen jetzt auch handeln. Es ist ein Charaktertest für Bayern. Es gibt vorbildliches, großartiges Engagement, das bitte fortsetzen. Und diejenigen, die sich schwer tun, diesen Charaktertest zu bestehen, dem geben wir jetzt Regeln, mitzumachen und sich einzubringen. Und das einfach bitte ernst zu nehmen. Warum tun wir das jetzt? Je konsequenter wir jetzt herangehen, je schneller wir die Maßnahmen treffen, je entschlossener alle mitmachen, umso eher besteht die Chance, dass wir keine Situationen bekommen, wie wir sie in China und anderswo erlebt haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beschäftigen uns jetzt mit der Situation der Medizin. Wir werden noch größere Herausforderungen bei der Wirtschaft bekommen. Das wird an anderer Stelle diskutiert. Auch da stehen wir unserer Wirtschaft Side an Side. Wir kommen da auch durch. Es gibt auch Bayern nach Corona. Aber es gibt umso stärkeres Bayern nach Corona, wenn wir jetzt uns nicht wegducken, sondern wenn wir handeln, wenn wir es zusammen machen. Ich danke für Ihr Verständnis. Ich bitte um Ihre Mitarbeit, jeder Einzelne. Gott schütze unsere Heimat und bleiben Sie gesund. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.
Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, vielen Dank dafür, dass Sie alle mithelfen, das Wirtschaftssystem in Bayern aufrechtzuerhalten und damit weiterhin die Versorgung der Bevölkerung zu sichern. Wir haben ja als Staatsregierung innerhalb weniger Tage ein sehr erfolgreiches Soforthilfeprogramm Corona auf den Weg gebracht, wo wir mittlerweile über 50.000 Anträge haben von Bürgern, vom Ein-Mann- und Ein-Frau-Betrieb bis hinauf zum 250-Mitarbeiter-Mittelständler, der aktuell nicht mehr liquid ist, also keine größeren Bargeldmengen, Aktien, Gold und dergleichen mehr zur Verfügung hat und jetzt flüssig werden muss, flüssig bleiben muss. Dafür ist dieses Hilfsprogramm gedacht, zwischen 5.000 Euro und 30.000 Euro, dass man nicht zurückzahlen muss. Bisher war immer bei einigen noch ein Missverständnis, die meinten, das sei nur ein Kredit. Also zurückzahlen muss nur der, wo wir im Nachhinein feststellen, dass er uns nicht die Wahrheit gesagt hat und durchaus noch nennenswerte Beträge auf dem Konto hatte und damit Geld in Anspruch genommen hat, das für andere Menschen gedacht ist. Allein die jetzige Menge an Anträgen bedeutet schon mehrere hundert Millionen Euro bayerisches Steuerzahlergeld vom Nachbarn, vom Arbeitskollegen und sonst wem. Es ist also nicht vom Himmel gefallen, sondern wir verteilen hier nur um. Deshalb bitte hier auch sorgsam mit der Moral umgehen und die Dinge nur beantragen, wenn Sie es nötig haben. Dann hält auch das System durch. An der Stelle großer Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierungen und der Landeshauptstadt München, die jetzt auch übers Wochenende hindurch diese Anträge bearbeiten. Die ersten Zahlungen bei den Betroffenen sind heute Freitag schon auf dem Konto angekommen. Die größte Welle dürfte ab Dienstag, Mittwoch auf ihren Konten landen. Und wir werden dann weiter beobachten, wie sich die Zahl entwickelt für dieses Sofortgeld. Das ist aber bei weitem nicht die einzige Maßnahme, die der Freistaat Bayern ergreift, um seine Wirtschaft zu stützen. Wir bitten Sie, wenn Sie Finanzbedarf haben, gehen Sie zu Ihren Hausbanken. Wir bieten unseren Hausbanken, also Ihren Sparkassen, Ihren Genossenschaftsbanken, Ihren Privatbanken vor Ort, lukrative Bedingungen des Freistaats Bayern, der Rückversicherung, der Risikoübernahme, damit die Ihnen zeitnah faire Kredite geben können, damit Ihr Betrieb weiterläuft. Sie können ja Personal auch jetzt freistellen. Hier Dank an den Bund, um eben diese Kurzarbeiterregelung in Anspruch zu nehmen, wo Sie dann aber nur 60-70% des Nettolohns noch zur Verfügung haben. Und hier kämpfe ich derzeit dafür und ich hoffe, dass wir uns gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten durchsetzen können in Berlin, dass künftig es möglich ist, dass Menschen, die Kurzarbeitergeld beziehen, weil ihr Automobilzulieferer als Beispiel schließt, dass diese Menschen andere Arbeiten aufnehmen können und dort dazu verdienen dürfen, wo wir die dringend brauchen, im Lebensmittelbereich, in den Supermärkten, als Spargelstecher, in der Landwirtschaft, wo wir dringend Personal brauchen. Es wäre also unsinnig, wenn wir die Leute zu Hause sitzen hätten, die arbeitswillig sind und das können und nicht dürften, weil der Bund oder Regelungen hier im Wege stehen. Das soll ab Montag geklärt werden. Ich hoffe hier auf gute Ergebnisse. Dann hoffen wir auch auf Großzügigkeit des Bundes in puncto Stundung von Steuern und Sozialabgaben, damit wir hier die Leute flüssig halten und nicht ihnen erst die Gelder vom Konto abbuchen, um dann wieder mit Soforthilfegeld kommen zu müssen. Also auch hier ist der Bund gefordert, uns zu unterstützen. Er tut das auch und kündigt auch große Finanzbeträge an über die KfW, damit wir Kredite an die Wirtschaft, an die Betriebe rausgeben können. Wir sind derzeit auch dran, die kritische Infrastruktur auf ihre Belastungsfähigkeit zu überprüfen. Das heißt, die Elektrizitätswerke, die Wasserversorger, die haben wir genau im Blick, dass dort nicht aufgrund von Corona-Fällen plötzlich die Elektrizitätswerke nicht mehr arbeiten könnten. Also machen Sie sich da keine Sorgen. Diese kritische Infrastruktur funktioniert und wird das weiter tun. Ich danke auch den Lebensmittelbetrieben, die hier jetzt die Nahrungsmittelversorgung aufrechterhalten, umso nötiger. Wenn Sie nicht mehr im Restaurant und Gasthaus zum Essen gehen können, müssen Sie Lebensmittel kaufen können. Das ist gewährleistet und bleibt gewährleistet. Wir haben hier ja die Möglichkeit der flexiblen Öffnungszeiten, aber die werden derzeit noch kaum benötigt. Gehen Sie mit Vernunft zum Einkaufen, weder Hamsterkäufe noch wegen einem Glas Gurken dort reinlaufen. Reduzieren Sie Ihre
ja, Infektionsgefahren, kaufen Sie sinnvolle haushaltsübliche Mengen und gehen Sie schnell wieder raus und gehen Sie nicht mit der ganzen Familie zum Einkaufen, sondern einer bleibt zu Hause und passt auf die Kinder auf und einer kauft ein, nicht die ganze Familie, um dort einfach das Besuchsaufkommen in den Supermärkten zu reduzieren. Ich danke an der Stelle auch ganz besonders unseren Landwirtinnen und Landwirten, die in den letzten Monaten ja viele Angriffe und viele Probleme aushalten mussten. Wir sind froh, dass wir sie haben. Vielleicht mehr als uns früher bewusst war, sind wir froh, dass wir einen starken Bauernstand in Bayern haben, der die Lebensmittelversorgung mit Fleisch, mit Milch, mit Eiern, mit Gemüsen sicherstellt. Also danke für eure Arbeit. Und vielleicht trägt es auch dazu bei, dass man sie nach dieser Krise wieder mit anderen Augen sieht. Es geht auch darum, das Thema des unmittelbaren Gesundheitsschutzes der medizinisch Tätigen, der Pflegeberufe sicherzustellen. Deshalb hat der Freistaat Bayern jetzt als erstes Bundesland ein eigenes Produktionsprogramm für Masken aufgelegt. Heißt also, wir haben konkret bayerische Firmen aufgesucht. Ich bin persönlich draußen gewesen bei einem Automobilzulieferer beispielsweise, der Sitzbezüge näht für die Autos, jetzt keine Aufträge mehr hat. Der ist jetzt mit unserer Unterstützung zu Material gekommen, um Masken zu produzieren, Schutzmasken, Atemschutzmasken, und wird das in diesen Tagen auf hohe Stückzahlen hochfahren. Genauso eine andere Firma, die hier mit Schneiderware solche Dinge erledigt. Also wir werden dann mehrere 10.000 Stück bayerische Masken pro Tag produzieren können. Übers Wochenende geht schon los, weil sich herausgestellt hat, dass internationale Lieferketten nicht mehr funktionieren, dass zugesagte Lieferungen aus welchen Teilen der Welt auch immer in Bayern nicht ankommen, angeblich angelieferte Ware gar nicht existiert und dergleichen mehr. Deshalb nehmen wir auch jetzt eine eigene Lagerhaltung hier in Angriff und werden an der Messe München eine Halle mit unseren Ausrüstungsgegenständen dann bestücken, um von dort aus zentral wieder rauszuliefern. Also Bayern macht hier jetzt eigene Masken. Wir gehen auch in das Thema Desinfektionsmittel rein. Wir arbeiten gerade auch, das läuft auch in diesen Tagen hoch, Desinfektion von Einkaufswagen, Desinfektion von medizinischen Geräten und dergleichen. Wenn das mit Desinfektionsmitteln nicht mehr gehen sollte, wenn es Engpässe gäbe mit heißem Wasser, 140 Grad heiß, die Dinge erhitzen, sterilisieren und dergleichen mehr. Und man kann drüber lachen, aber wir denken drüber nach und die Produktion läuft an für Bettwäsche, für Nothotelbetrieb. Wenn wir Hotels bräuchten als Ausweichkrankenhäuser, denken wir sogar an die Bettwäsche für mögliche Kranke, die wir dort einlagern. Also das nehmen wir jetzt selber in die Hand, weil einfach die Märkte, weil die Zulieferung nicht mehr funktioniert. Und damit glaube ich Ihnen gesagt zu haben, wir sind an allen Fronten unterwegs, wir sind auch erfolgreich, die Maskenproduktion ist da, die Sofortkredite laufen, die Wirtschaft wird unterstützt. Bitte halten Sie durch, wir kriegen das hin, die paar Wochen kriegen wir rum, das genaue Ausstiegsdatum wissen wir heute nicht, aber es wird nicht ein halbes Jahr dauern, es wird nicht ewig dauern, es wird einige Wochen dauern, dann müssen wir aus dieser Nummer wieder raus, da bin ich überzeugt. Also halten Sie durch, wir kriegen das hin, andere Länder haben es teilweise schon hinbekommen, das Leben geht weiter, aber damit es weitergeht, müssen wir jetzt gemeinsam vernünftig und stark sein, wir tun unser Bestes, tun auch Sie das, vielen Dank, haltet durch. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, noch zwei kurze Statements vom zunächst Innenminister Joachim Herrmann. Meine Damen und Herren, die Bayerische Polizei hat in den letzten Tagen bereits konsequent kontrolliert und überwacht, dass die in den letzten Tagen schon erlassenen besonderen Vorschriften und Beschränkungen auch beachtet werden. Wir konnten feststellen, dass das in den allermeisten Fällen tatsächlich der Fall ist. Es konnten aber leider auch einige Verstöße festgestellt werden. Es wurde entsprechend ermahnt. Es wurden in wenigen Einzelfällen auch entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Mir ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger, die allermeisten tun das, nun wirklich selbst einsehen, wie wichtig diese Vorschriften zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz anderer Mitmenschen sind. Entsprechend wird die Polizei nun ab dem morgigen Tag diese besonderen Ausgangsbeschränkungen auch besonders kontrollieren.
Jeder ist aufgefordert, gegebenenfalls glaubhaft zu machen, warum jemand unterwegs ist. Das gilt für den Weg zur Arbeit genauso wie für die besonderen Bedingungen, unter denen man auch weiter sonst unterwegs sein darf. Aber es ist wichtig, dass das ernst genommen wird, und deshalb werden wir die Polizeistreifen diesen Bereich noch einmal weiter verstärken. Natürlich ja auch besonders kontrollieren, dass Betriebe, beispielsweise eben im Einzelhandel, der nicht Lebensmittel- oder Gesundheitsversorgung dient, auch tatsächlich geschlossen sind. Und wir werden die normalen Polizeikräfte hier auch noch durch zusätzliche Kräfte der Bereitschaftspolizei verstärken, damit die Bevölkerung überall diese Polizeipräsenz wahrnehmen kann. Ich glaube, das können die Bürgerinnen und Bürger auch zu Recht erwarten. Ich bedanke mich herzlich für das Engagement, das hier von der Polizei geleistet wird. Und ich schließe in diesen Dank ausdrücklich auch unsere Feuerwehren und Rettungsorganisationen mit ein, die hauptamtlichen und auch die ehrenamtlichen Kräfte, die auch, wie ich das gerade wieder vorgestern in Mitterteich erleben konnte, natürlich hier konsequent ihren Einsatz auch leisten, bis hin auch zu den Kolleginnen und Kollegen der Sicherheitswacht. Wir wollen alles dafür tun, dass auch in dieser Situation selbstverständlich Sicherheit und Ordnung in Bayern in dem hohen Maß, wie das die Menschen erfreulicherweise ja gewohnt sind, gewährleistet bleiben. Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger in Bayern, mir ist es nochmal wichtig, Ihnen zu erklären, warum diese Maßnahmen unbedingt erforderlich sind. Wir haben einen Anstieg der Fälle auf über 3000 Infizierte in Bayern. Das heißt aber auch, dass wir nicht wollen, dass diese Kette weiter hochsteigt, sondern dass wir die möglichst unterbrechen können. Und diese Krankheit wird übertragen, eben das ist eine Tröpfcheninfektion. Das heißt eben da, wo Menschen nah beieinander sind, kommt es möglicherweise zu dieser Tröpfcheninfektion. Deswegen überall, wo es möglich ist, möglichst 1,5-2 Meter Abstand zwischen den Menschen haben und Menschenansammlungen insgesamt nicht mehr. Deswegen sind diese Maßnahmen so dringend notwendig. Selbstverständlich in den Familien, dass man da weiter beieinander ist, dass man zusammen spazieren gehen kann als Familie, wo man ja eh im engeren Austausch ist. Aber sich eben nicht andere Menschen dazu holen, wo wir nicht wissen können, ob vielleicht schon jemand dabei ist, der infiziert ist und dann die eigene Familie mit ansteckt und möglicherweise dann es innerhalb der Familie wieder an die Großeltern weitergegeben wird, die besonders gefährdet sind. Die Maßnahmen sind deswegen so wichtig. Und es mag sein, dass der eine oder andere jetzt denkt, oh, kommt alles auf mich zu. Sie können weiter zur Arbeit gehen, Sie können weiter zum Einkaufen gehen, Sie können weiter zum Arzt gehen, aber alles, was eben nicht dringend notwendig ist, das wird eingeschränkt. Für 14 Tage vorerst. Und ich glaube, das ist eine Maßnahme, die jeder mitmachen kann und die auch jeder mitmachen muss, wenn ich das so deutlich sagen darf. Wir werden auch nochmal dort Einschränkungen vornehmen, wo eben die besonders gefährdeten Gruppen sind. Das ist bei den älteren Menschen und bei den schon Erkrankten. Das heißt eben auch, dass wir Besuche in Alten- und Pflegeheimen untersagen werden. Das trifft nicht zu, wenn jemand im Sterben liegt. Da soll ein Verabschieden innerhalb der Familie möglich sein. Es ist auch so, dass wenn jemand zur Geburt seines Kindes dabei sein möchte, der Papa oder so, das soll möglich sein im Krankenhaus. Aber auch sonst im Krankenhaus Besuchsrechte nochmal runterfahren, verbieten, weil es einfach notwendig ist, dass hier Infektionen nicht reingetragen werden. Das ist alles nicht einfach. Dessen bin ich wir oder sind wir uns als bayerische Staatsregierung wirklich bewusst. Aber wir müssen diese Schritte gehen. Wir sehen innerhalb Europas, wenn wir zu spät entscheiden, was dann entstehen kann. Wir können nicht versprechen, ob diese Maßnahmen helfen, alles dadurch zu unterbinden. Aber wir müssen diese Schritte gehen, um unser Möglichstes in unserem Verantwortungsbereich zu tun. Helfen Sie mit, weil wir müssen auch weiter uns darum kümmern, dass Schutzmasken kommen. Ich bin sehr dankbar, dass der Wirtschaftsminister hier auf bayerische Produktion setzt, weil wir bisher das, was wir bestellt und zum Teil schon bezahlt haben, es sehr schwierig war, dass es angekommen ist. Auch der Bund wird uns aber in den, hoffe ich, nächsten
Tagen hier nochmal was liefern können, weil wir das dringendst für die Praxen, für die Krankenhäuser benötigen. Aber hier setzen wir auch auf bayerische Produktion, um ein Stück weit unabhängig zu sein. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, aber wir müssen alle mithelfen. Deswegen bleiben Sie gesund, bleiben Sie möglichst zu Hause, damit wir diese Situation durchstehen können. Vielen Dank. Ich möchte Sie darauf hinweisen, wegen der besonderen Umstände müssen wir uns heute auf 5 Fragen beschränken in der Pressekonferenz. Sie können sich vorstellen, es gibt noch viel zu tun heute. Ich kann Ihnen aber auch versichern, alle Fragen werden im Anschluss von den Pressestellen beantwortet. Es wird keine unter den Tisch fallen. Und auch nochmal Information für alle, die Allgemeinverfügung wird online nachzuverfolgen sein, im unmittelbaren Anschluss an die Pressekonferenz. Sie wird auf sämtlichen Kanälen der Staatsregierung gesendet. Wenn Sie auf die Webseiten der Ministerien schauen, können Sie es auch nachvollziehen. Und da wird dann vielleicht auch einige oder die eine oder andere Detailfrage, die sich jetzt schon stellt, auch beantwortet werden. Wir beginnen mit der ersten Frage von Christine Schröpf, Mittelbayerische Zeitung. Was bedeutet die Ausgangsbeschränkung für die Wirtschaft und den Handel? Und ob die 800.000 angekündigten Schutzmasken aus dem Bund schon eingetroffen sind in Bayern? Sage ich einen Satz und dann Hubert Aiwanger. Also das Erste ist, die Masken des Bundes sind nach Auskunft des Bundesgesundheitsministers unterwegs, sowohl an die Kassenärztliche Vereinigung für die Praxen als auch an die entsprechenden, an uns, an das Gesundheitsministerium. Gehen wir davon aus, dass das alles kommt. Das Zweite ist, was ergänzend ist, man muss sagen von der Summe her, ergänzend ist, weil so viel kann gar nicht produziert werden, ist das, was jetzt in Bayern gemacht wird. Mein ausdrückliches Dankeschön auch für die Bemühungen, das hier in Bayern zu schaffen. Sehr, sehr gut, das wurde ja gerade schon beschrieben. Und wir erleben, dass in den nächsten Tagen natürlich auch die Märkte sich wieder neu justieren. In China wird wieder stärker produziert, sodass wir davon ausgehen, dass wir in diesen Bereichen auf Dauer keine Herausforderungen haben können, sondern wir können das schaffen. Was mir mehr Sorge macht, ist ehrlicherweise die wirtschaftliche Entwicklung. Hubert Aiwanger hat das schon angesprochen. Wir brauchen dringend einen raschen und schnellen nationalen Kraftakt. Wir haben beschrieben, was jetzt alles offen ist, aber wir merken auch, wie sich die Wirtschaft im Moment Stück für Stück runterfährt. Es wird die größte Herausforderung für uns werden, diese Rezession, die droht, zu bestehen. Vor allem wird wichtig sein, dass am Ende wir nicht ein Übernahmekandidat werden. Deutschland und Bayern darf kein Übernahmekandidat werden. Deswegen ist erforderlich, dass wir jetzt schnell helfen, und zwar mit großen Summen. Die Maßnahmen des Freistaats Bayern greifen bereits, wurde bereits angesprochen, mit Geld. Wir werden es so unbürokratisch wie nur möglich machen. Wir sind auch bereit, ständig nachzujustieren und auch im Zweifelsfall Mittel zu erhöhen, um sie einzusetzen. Auch was Kredite betrifft, da gibt es kein Limit, da gibt es keine Beschränkung. Wir versuchen es, so gut und stark wie möglich zu machen. Aber es ist auch wichtig, dass jetzt auf nationaler Ebene gehandelt wird, noch schneller das Tempo vorangebracht wird. Wir werden auch zu unkonventionellen Maßnahmen greifen müssen, beispielsweise auch mögliche Übernahmen von Mietverpflichtungen, von Darlehensverträgen, die jetzt schon laufen, um die Kosten so zu reduzieren und die Liquidität der Betriebe zu halten. Und es muss im Zweifelsfall auch überlegt werden, und wir werden das für Bayern tun, der Bund muss das auch tun, sollten Übernahmeangebote aus dem Ausland stattfinden, hervorragende Betriebe zu kaufen, Technologie zu kaufen, dann müssen wir alle Möglichkeiten des Rechtes anwenden, dies zum Teil zu untersagen und es vorübergehend dann sogar mit staatlicher Beteiligung zu erhalten. Denn wenn am Ende dieser Krise steht, dass nahezu die gesamte bayerische und deutsche Wirtschaft in ausländischer Hand ist, wir keine Steuerungsoption mehr haben, dann ist es nicht nur eine medizinische Krise, dann ist es auch eine komplette Änderung der weltwirtschaftlichen Ordnung. Auch dagegen müssen wir uns wappnen. Ja, natürlich bringen die jetzigen Einschränkungen viele Verwerfungen, an die wir gestern noch nicht gedacht haben. Mein erstes Interesse gilt jetzt, die Kräfte gezielt dort einzusetzen, wo sie hingehören, also der vom Automobilzulieferer frei werdende Mitarbeiter, dann dorthin, wo Nahrungsmittel produziert werden oder an andere Engpassbetriebe, um nicht hier Strukturen kaputt zu machen, die wir dringend brauchen, auch eine größtmögliche Unabhängigkeit von ausländischen Arbeitskräften zu bekommen. Wir sehen zunehmend, dass osteuropäische Länder ihre Grenzen dicht machen und es immer schwieriger wird, an das dringend nötige Personal hier ranzukommen. Da werden wir jetzt vieles selber stemmen müssen, vielleicht auch in Berufen, wo wir bisher gemeint haben, das ist nicht mehr unser Niveau. Es darf hier kein Berufsbild mehr geben, wo man sagt, das ist mir nicht würdig. Jeder muss überall hinfassen, wo er gebraucht wird.
Wir müssen auch von unten her die Strukturen sichern, im Handwerk, im kleinen Mittelstand, in der Gastronomie. Wir sehen ja gerade im Bereich des Tourismus ein großes Wegbrechen jetzt von Aufträgen. Die ganzen Hotels sind dicht, die Gastronomie ist dicht. Das sind hunderttausende Menschen, die dort gearbeitet und davon gelebt haben. Die müssen jetzt vielleicht bei einem Lebensmittelversorger mithelfen, die Lebensmittelversorgung aufrechtzuerhalten im Supermarkt und dergleichen mehr, damit einfach das gesamte System funktioniert. Und die große Industrie darf nicht jetzt zusammenbrechen, darf nicht außer Landes gehen, darf vor allem nicht aufgekauft werden. Auch hier bin ich dafür, dass wir sehr, sehr genau hinschauen, dass hier nicht strategische Operationen laufen und wir im Windschatten des Aufräumens der Krise am Ende feststellen, dass uns vieles nicht mehr gehört, was wir morgen brauchen. Also es wird jetzt nichts verkauft, was wir morgen noch brauchen. Da wird genauer hingeschaut wie in der Vergangenheit, auch im Bereich des Gesundheitsapparats, Thema Krankenhäuser. Auch die Krankenhäuser werden jetzt teilweise Probleme bekommen, finanzieller Art. Heißt also, hier wird der Staat, hier wird die öffentliche Hand wieder mehr reingehen müssen, um diese Strukturen zu sichern, wo in der Vergangenheit vielleicht durch zu viel Liberalisierung auch Fehler gemacht worden sind. Also jetzt geht es darum, das System am Funktionieren zu halten. Wir kriegen das hin, wir müssen aber mitdenken und dürfen keine Denkfehler machen. Nächste Frage, Roland Englisch, Nürnberger Nachrichten. Worin liegt noch der Unterschied zu einer Ausgangssperre? Wie hoch werden die Bußgelder ausfallen? Und ob Sie, Herr Ministerpräsident, am Sonntag für eine bundesweite Ausgangssperre plädieren? Zu den Ordnungsgeldern würde ich dann den Innenminister bitten, was zu sagen. Nur zwei Dinge. Eine totale Ausgangssperre würde ja bedeuten, dass man nicht mehr aus dem Haus darf. Das ist der Unterschied. Eine Ausgangssperre würde bedeuten, keiner darf mehr verlassen. Das ist zum Beispiel in China so gemacht worden. Dort ist eine komplette Ausgangssperre gemacht worden. Das tun wir jetzt nicht, deswegen nennen wir es auch Ausgangsbeschränkung, denn wir wollen auch tatsächlich nicht ein Land einsperren. Zum jetzigen Zeitpunkt, wir wollen auf keinen Fall auch wirklich Lagerkoller erreichen. Die Leute müssen ja auch die Möglichkeit haben, mal an die frische Luft zu gehen. Sie müssen auch zur Arbeit gehen können, sonst bricht ja alles zusammen. Und sie müssen eben auch zum Arzt gehen. Wir haben die Dinge ja alle gerade eben beschrieben. Was die anderen Bundesländer machen, muss jeder selber überlegen. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass viele überlegen, gerade die Gastronomiebetriebe zu schließen. Das wird jetzt im heutigen Lauf des Tages möglicherweise überlegt. Da gibt es eine insgesamt Tendenz bei vielen Bundesländern, das zu tun. Ist noch nicht entschieden bei vielen, aber viele werden es auf den Weg bringen, nach den Telefonaten, die ich geführt habe. Ich will keinem etwas vorschreiben, um Gottes Willen. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich habe bereits in der letzten Runde darauf hingewiesen, ich werde es wieder tun. Wir sind auch stärker betroffen als Bayern. Ich will niemandem was vorschreiben, jeder macht seine Aufgabe und Rolle. Aber wir sind stärker betroffen, wir spüren die Zahlen und wir treffen die Entscheidung auch aufgrund der gesetzlichen Grundlagen, die für Bayern gelten. Und ich glaube, es wäre gut, wenn viele folgen. Die Bußgelder. Ja, die Bußgelder vielleicht noch. Nach dem Infektionsschutzgesetz des Bundes können Verstöße gegen eine solche Verordnung, wie wir sie mit dieser Allgemeinverfügung erlassen, je nach Tatbestand mit bis zu 25.000 Euro Bußgeld belegt werden. Die nächste Frage kommt von Wolfgang Ranft, Bild-Zeitung. Gibt es eine Gruppengröße, die jetzt in der Öffentlichkeit untersagt ist? Und wird die Polizei Personalien kontrollieren, um festzustellen, ob Verwandte gemeinsam unterwegs sind oder Bekannte besuchen oder ob jemand unerlaubt unterwegs sein wird? Die Polizei wird stichprobenartig natürlich Personen kontrollieren, die sich im öffentlichen Raum aufhalten. Da wird es Personen geben, die dann eben glaubhaft machen, dass sie auf dem Weg zur Arbeit sind oder von der Arbeit nach Hause. Da ist jemand offenkundig auf dem Weg zum Einkaufen oder nach Hause. Man darf eigentlich auch mit seinem Lebenspartner, mit dem man in häuslicher Gemeinschaft lebt, auch zusammen durch den Wald joggen. Bitte immer den nötigen Abstand einhalten. Weil es wird natürlich auch kontrolliert werden, ob jemand, ohne dass all diese Gründe vorliegen, wie sie vorhin ja auch geschildert worden sind, unterwegs ist. Und dann kann das gegebenenfalls von der Polizei auch beanstandet werden. Es gilt, was hier mit dieser Verfügung nun festgelegt ist, und das ist nicht nur zum Zeitvertreib für Juristen gedacht, sondern es ist der Maßstab, an dem wir bitte wirklich alle jetzt unser öffentliches Leben
unser Verhalten in der Öffentlichkeit in den nächsten 2 Wochen zunächst einmal orientieren. Und das ist auch sehr, sehr ernst gemeint. Und entsprechend erwarten wir auch und können auch die ganz große Mehrheit der Menschen in unserem Land, die das zweifellos, davon bin ich überzeugt, für richtig hält, was wir hier festgelegt haben, das erwarten die auch, dass auch alle anderen sich daran halten. Und dafür ist die Polizei zuständig. Die nächste Frage kommt von Lisa Schnell, Süddeutsche Zeitung. Das richtet sich an den Ministerpräsidenten. Sie sagten, es dürfe keinen Kompetenzwirrwarr unter den Ländern geben, ob diese unterschiedlichen Regeln aus Ihrer Sicht problematisch seien. Und dann eine Spezialfrage, eher an den Innenminister wahrscheinlich, ob zur Überwachung der Maßnahmen auch der Einsatz von Drohnen geplant sei. Joachim, er zuerst und dann sage ich was. Also ich sehe im Moment keinen Anlass für die Überwachung durch Drohnen, weil es ja, wie sich aus dem Text ja schon ergibt, darum geht, ob jemand im Einzelfall eine glaubhafte Begründung hat, weshalb er im öffentlichen Raum unterwegs ist. Und diese glaubhafte Begründung kann nur im persönlichen Gespräch der Polizeibeamten mit den Bürgerinnen und Bürgern festgestellt werden. Wir wollen kein Kompetenzwirrwarr. Unsere erste Aufgabe war jetzt, eine einheitliche Regelung zu finden zwischen unseren Kommunen. Wir haben gestern sehr viele Telefonate auch geführt und auch heute mit Landräten, mit Oberbürgermeistern, die uns sehr gebeten haben, eine landeseinheitliche Regelung zu treffen. Dem sind wir nachgekommen. Wir sind auch der festen Überzeugung, dass es gut ist, wenn wir bundesweit gewisse Standards haben. Fakt ist aber, es ist anders in einigen Bundesländern die Situation als bei uns. Wir spüren das in Baden-Württemberg oder in Saarland, ganz ähnliche Herausforderungen sind wie bei uns. Denn dort sind die jeweiligen Grenzen zu Frankreich, Sondersituation bei uns, insbesondere zu Österreich oder auch der Schweiz. Wir können an der Stelle nicht endlos warten. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir haben uns das wohl überlegt, wir haben beraten, sehr intensiv. Und es hat sich jetzt über Nacht auch noch mal verstärkt, weil wir gestern leider erlebt haben, dass die Appelle sowohl vom Bund als auch von den jeweiligen Ministerpräsidenten, auch von mir, wir haben das ja gestern noch mal in der Regierungserklärung gemacht, nicht so gefruchtet sind. Und dass es viele gibt, die den Ernst der Lage so nicht sehen können, es vielleicht auch nicht ernst nehmen, ist auch kein Vorwurf unbedingt. Manch einer macht sich einen negativen Spaß draus. Und deswegen ist das jetzt einfach notwendig, das zu tun. Wir stehen vor einem Wochenende. Bayern ist das Wetter jetzt schön. Viele wollen dann auch rausgehen. Es ist jetzt wichtig, an diesem Wochenende, allein an diesem Wochenende, neue Infektionen zumindest zu reduzieren und die Kurve abflachen zu wollen. Deswegen ist das Handeln zum jetzigen Zeitpunkt schlicht und einfach notwendig. Zum Wochenende passt die Abschlussfrage von Klaus Rimpel, TZ. Darf man mit dem Auto in den Wald fahren, um dort zu joggen oder mit dem Hund Gassi zu gehen? In den Wald fahren in der Regel nur bis zu dem Parkplatz am Rand des Waldes. Die meisten Wälder sind nicht für das Durchfahren von Autos geöffnet. Aber dann gilt ausdrücklich, Sport und Bewegung an der frischen Luft ist entsprechend erlaubt und deshalb kann man genauso zum Beispiel auch joggen und kann dabei auch von Angehörigen des eigenen Hausstandes begleitet werden. Es soll aber bitte nicht ihnen dazu dienen, dass dann wieder neue Gruppierungen gebildet werden. Also es ist nicht gedacht daran, dass hier dann wieder 5 oder 10 oder 15 Menschen bitte gemeinsame Sportgruppen bilden, die hier im Wald unterwegs sind. Aber die einzelne sportliche Betätigung, das Joggen durch den Wald oder Ähnliches, ist selbstverständlich erlaubt, genauso das Spazierengehen. Dann schließen wir die Pressekonferenz. Ich danke für die Aufmerksamkeit und möchte nochmal verweisen darauf, die Allgemeinverfügung wird im Internet auf den Seiten der Staatsregierung nachzulesen sein. Danke. Vielen Dank.